So Leute, neues Update am Start. Ihr geht raus. Ich bin excited. Guck mal, sieht schon mal ganz aus. Es gibt die Legendary Unit, die neue, jetzt ist schon am Start. Oh Leute, ich bin so hyped. Ich kaufe mal kurz den Ex erstmal. Es gibt auch ein neues Relic, das ist noch nicht am Start. Die Optik sieht ja mal irgendwie ganz anders aus hier schon mal. Boah Leute, wir gehen in Ruhe das Update gleich durch. Hier werden die Rassen und Klassen angezeigt von den Units. Das bringt mir nicht so viel, weil ich kenne die eh. Nur die neue noch nicht. Leshra, keine Ahnung, wie die ausspricht. Es gibt eine neue Legendary, Leute. Es gibt 4 Zentauren und es gibt 6er Gods, habe ich schon gelesen. Wir werden aber gleich mal in Ruhe das mal durchgehen. Und die ersten Runden ist recht schwierig, da müssen wir erstmal Sachen kaufen. Ich bin auf jeden Fall hyped. Wir haben Montag 10.06 Uhr. Ich war gerade schon einkaufen. War gerade schon von meinem Auto den Reifendruck ne? Reifen aufpumpen, keine Ahnung wie das heißt. War halt mir angezeigt, dass der Reifendruck niedrig ist. Das muss ich jetzt gerade auch noch spontan machen. So Leute, wir gehen langsam sicher ins Update rein und gucken uns das in Ruhe durch alles gleich. Ja. Ich bin glaube schon mal ready dann gleich. Wir gucken die Runden noch an. Wir nehmen Bounty mit, Venture und Tinker. Es gibt auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, mit dem Lashrack, der ist Zentaure und Gott. Und damit gibt es auch jetzt einfach... Okay, Gods brauche ich die Runde nicht wirklich spielen, aber doch, könnte man sogar spielen. Man könnte sogar 6er Gods probieren direkt. Oder man probiert einfach die 4er Zentauren. Enchant ist auch ein Zentaur geworden, habe ich schon gesehen. Aber Leute, ich bin viel zu hyped. Ich weiß gar nicht, wie ich das gleich hier in Ruhe alles gucken muss. Ich versuche mal Richtung Zentauren was mitzunehmen, wenn ich Engine und sowas sehe. Geil, wer ist noch Zentaure? Ach, Zentaur Warrunner noch, okay. Würde ich nämlich ganz gerne probieren. Die Dudes. Ah, Doppel Bounty, oder? Ach ne, nehmen wir Luna mit, komm, das ist glaube ich safer. Sechster Gott, let's go. Hallo Lukas, moin moin. Moinerich. So, lalalala. Warte mal, hier wird irgendwas gerne noch. Stimmt, hier unten bei den Sachen, glaube ich, oder? Ne, hier ist alles gleich. Ja, wie gesagt, die Änderung. Es gibt übrigens 10 Legendaries jetzt. Ne, ihr seht ja schon mal, 10 Legendaries jetzt quasi am Start. Es gibt jetzt in jeder Runde 10 Legendaries. Das ist crazy. Das ändert natürlich auch... Da kann man ja viel besser. Wobei, es gibt auch ein Legendary mehr. Ich weiß nicht, ob das so viel ändert. Jetzt bin ich mir doch nicht ganz sicher, ob das so viel ändert. Hier mal, komm, nehmen wir mal den noch mit. Den Elfen. Alles leuchtet. Sieht hart nach Elfen aus momentan. Also erstmal mitnehmen zumindest die Elfen. Und dann nachher gleich überlegen. Wer ist der neue Gott? Hier, der Dude hier. Leshrak heißt der. Der ist Gott und Druide und Zentaurer. Und es gibt ja auch 4 Zentauren jetzt, wie gesagt. Ne? Deswegen, ich muss mir das gleich noch gut durchlesen. Nur die ersten Runden muss erstmal gucken, dass man was Gescheites zusammenbekommt. Das Sinn ergibt irgendwie zu spielen auch. Mach's mal so kurz. Also Schmutz. Hallo Rage Mark. Ja, mal gucken, ob der Schmutz ist. Weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt auf die neuen Comps. Ich will das Update eigentlich durchgehen. Ich weiß. Ich will aber auch die Runden mir irgendwie angucken. Okay, bla bla. Hier, hier. Warte mal. The Legend Chess Piece Display Panel in the bottom left corner. Now schaust du irgendwas. Bottom left corner. Ach so, ja, das war das. Das einfach, das zeigt hier quasi. Also, dass wir angezeigt bekommen, welche Rasse das ist. Bin ich das? Ah, das Schild war schlecht, wo es war. Oh, der hier holt ja aber die Runde dadurch. Aber ganz close. Hallo Teilzeit-Rookie, moin moin. Und hallo Lukas. Freue mich, dass ihr hier seid. Mann, hätte ich hochgezogen jetzt schon inzwischen. Boah. Kann mich so schlecht entscheiden, was es hier wird, die Runde. Unter den Kill-Go, dann kann ich das so zumindest kurz machen und die Luna dazu stellen noch. Die wird eh gebufft auch nochmal. Ich habe auch schon, also ich habe diesmal mir das Update schon vorher durchgelesen. Gestern Abend. So. Oh, warte mal. Es heißt irgendwas bei Recruiting wird irgendwie auch noch was angezeigt anscheinend.
Ach hier, God Warrior, Kobold Mech, das stand doch vorher auch schon dran, oder? Das check ich nicht ganz, das stand doch vorher auch schon so da. Bei mir ist alles gut und bei dir? Bei mir ist alles fantastisch. Hallo, hallo, moin moin an alle nochmal, die übersehe ich auch vielleicht gerade. Der Sound kommt, ich mache den Sound mal ausnahmsweise ein bisschen lauter, der kommt mir gerade ein bisschen leise vor irgendwie. Aber ich bin auch gerade so excited am Labern. So, gib mir mal einen schönen Roll, damit ich dann nachher entspannt mich auf irgendwas entscheiden mal kann. Okay. Dann würde ich eindeutig callen. Dass wir das erstmal nicht auf Undead spielen. Sondern auf Elfen erstmal. Ich hätte jetzt, weil sie stellen könnte, sie wahrscheinlich besser gewesen. Okay, wir chillen nochmal. Hallo Kuchen, moin moin. So. Okay, das passt alles soweit. Hier, neue Chesspiece. Okay, die Ult müssen wir eigentlich uns angucken. Ich würde die nachher auf jeden Fall mitnehmen mal. Drain Mana mit dem Impuls und Damage nearby Enemies mit einer Energy Wave quasi. Okay, I see. Das Interessanteste ist ja eigentlich fast, was die 6er Gods machen und die 4er, die 4er Dudes. Das ist ja fast das Spannendste, finde ich. Okay, guck mal, hier ist ein Centaur zum Beispiel schon. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon mitnehmen sollte. Ich glaube, das ist übrigens so, die Kombi ist, glaube ich, sinnvoller im Moment noch zu spielen. War ja richtig das spannend, das Spitzenspiel, ja übel spannend war es. Okay, das gewinnen wir easy. So, Enchantus ist jetzt auch ein Centaurer. Witch Doctor wohl ein bisschen geändert, Dazzle wohl ein bisschen geändert, Luna geändert, okay, interessiert mich alles nicht. Alchemist wurde ein bisschen genervt. So, es gibt jetzt 4er Zentauren. Every movement of all friendly melee pieces also stampft die Gegner quasi zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt 4er Zentauren habe, tun alle deine Units bei jedem Schritt machen die diesen Zentauren-Stampfer quasi, okay. Also ich überlege gerade schon irgendwie Krieger mit Zentauren oder sowas mit ganz vielen Nahkampfkriegern, die ganze Zeit die Gegner rumstampfen. Hallo Bisi, moin moin. Und hallo Ginter auch. Falls ich noch nicht gesagt habe, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das ist schon mal sehr spannend. Klingt krass irgendwie. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich würde gerne die Runde Zentauren probieren. Die Frage ist, ob wir es hinbekommen. Also müssen wir einfach nur irgendwie gut ins Late Game kommen, aber für gut ins Late Game kommen sieht es ja schon ganz nice aus gerade. Ich meine, mit den Elfen kann man auch ganz gut erstmal snowballen, oder? Und auch Enchant schon mal mitnehmen. Zählen die Assassin-Sprünge als Schritte? Ich denke schon. Also der erste Sprung vielleicht nicht, aber danach die Sprünge maybe schon. Also nur auf Medium steht auch dran. Wer ist jetzt alles Zentaurer? Zentaurer ist jetzt Zentaurer. Also ich kann gleich hier nochmal aufmachen, wir gehen in die Runde. Hier, Magnus, also Magnus und Zentaurer Warner waren es ja immer. Der Leshrac, der neue Legendary, der ist Zentaurer und Gott und Druide und dann Enchant ist es auch noch zu einem Zentaurer geworden. Also müssen wir die auch noch mitnehmen gleich. Boah, ich will auf Gold. Greediness. 6 oder 11 reichen mir sowieso dann gleich. Mal drauf, jetzt nehme ich sie wieder mit. Ich kann gleich von den zwei weg und einfach Elfen stellen, clear. Okay, also das ist schon mal auf jeden Fall die 4er Zentauren, die stampfen die Gegner zu Tode mit Vili-Jungs. Und was waren die 6er Gods? Using an ability reduce the current remaining cooldown time of active abilities and active items by 50%. Auf was wäre das gerade? Also die Items werden um 50% die Ability aktiviert, verringert. Was sind denn Active Abilities? Also sind es nicht generell Ults? Ich bin gerade echt unsicher. Boah, das Ei für irgendwas? Die Frage ist, habe ich was Gutes fürs Ei? Oder wir nehmen einfach Sindri, wir müssen E-Level gehen. Und wenn wir gleich 6 Elfen stellen, sind wir auch stark. Gibt 6 Druiden auch. Wird immer, also der Cooler wird einfach noch, der ganz normale Cooler wird noch kürzer einfach, oder wie? Ist das Ding so? Ich glaube, ich nehme einfach Sin Reaper, Leute. Die macht keinen. Macht die Schaden? Nee, die stunt nur. Fühlt sich irgendwie falsch an auf der Mirana. Machen wir es so, nehmen die Mirana raus und spielen Pack mit dem. Hallo John, moin moin. Einfach Dragons mit 5er. Achso, Dagen 5 mit 6er Gods. Ja, okay, gut, der Dagen wurde dauerhaft. Das ist ein guter Call. Mit dem 6er Gods.
Oder sind Active Abilities Passivfähigkeit? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich kenne mich da zu wenig in dem Game leider aus, im Auto Chess Game. Ich spiele es ja auch fast nicht, das Spiel. Bin ja fast nie am Start bei diesem Game. Oh, guck mal, das könnten wir schon erstmal verlieren beim Gegnerfeld, weil der Hunter hat. Aber machen wir nicht. Wir sind strong enough zum Glück. Active wäre für mich nicht passiv. Das ist ein guter Call. Okay, das sind die Sechser. Dragons wurden übrigens auch geändert. Hier 6, 5er Dragons. Alle Units starten mit 100 Mana. Vorher war es ja Manas, die keine anderen Rassen hatten, glaube ich, war es oder sowas. So wie ich 5er Dragons verstehe, all Allies start with 100 Mana. Previously for all Allies who are without active occupation effect. Also ich glaube, dass jetzt alle auch ohne das Rassenzeug quasi mit Mana starten. Sehe ich das richtig? Und die Endmus mit und den Schmutz hier nochmal mit. Ich glaube, ich sehe das richtig. Klassenzeug, aber ja. Wurde die Mages mal genervt? Undead nerf. Undead wurden genervt, ja, Tatsache ist. Undead wurden auch genervt. Oh Gott, das verliere ich, glaube ich. Also ungeil jetzt. Ich bin auch Level abgegangen, hätte der 6. Hunter gestellt wieder. Wobei verliere ich das Safe. Sehr gut, Safe nicht, aber der Dings ist halt noch spooky. Der Furion. Na, das wird. Ah, der Park hat gut geregelt. Okay, spannend, weil wir gucken uns gleich weiter. Den größten Teil haben wir aber schon gesehen vom Update. Es gibt noch ein neues Relikt, habe ich schon gesehen. Wir gewinnen das sogar, lol. Es gibt sogar ein neues Relikt noch, das ich interessant fand. Hätte ich übrigens gewusst, dass ich. Ja, wobei. Sinnreaver schmeckt gerade schon auch ganz gut. Ja, Undead Nerf habe ich gesehen, ist schon einfach, dass die schneller despawnen, die Undead Teile, wie irgendwie nach 10 statt 12 Sekunden oder sowas. Also ich weiß auch noch nicht, ob das ein krasser Nerf ist. Glaube, das finde ich geiler mit dem Legend, mit den Dings dazu, mit den Dreier Hunter. Ne, 3 Hunter habe ich damit ja auch nicht. Fuck. Ach so, habe ich 3er Hunter, so funktioniert das. Ich glaube, das ist stärker. Vor allem mit den Forsters jetzt. Beast, Hunter, Elfen. Aber wenn ich das so spielen will, dann muss ich schon mal ein bisschen auf Gold noch achten. Aber wir könnten sogar die für 30 löschen. Das ist the way to go, die für 30 auch löschen. Ja, komm, wir gehen richtig greedy auf Echo, Leute. Und spielen auf Zentauren Late Game. Ja, guck mir gleich an das neue Relikt. Ich muss nebenher das Spiel noch spielen. Ich mache ja immer während der Runde, erkläre ich das schon. Okay, weil was geht da schon gegen 9 Anitz verloren? Das ist natürlich dezent belastend, trotzdem dann zu verlieren. So, warte mal, ich könnte jetzt schon 2 Zentauren aufstellen durch die Ench. Genau, wir gucken das Update weiter. Ich muss kurz den Chat ausblenden. Also, wie viele Dragons wurden geändert, Nagas wurden geändert, die Nagas wurden genervt. Die haben nur noch eine 205er Range und keine 300er Range mehr. So, Undeads wurden von 12 auf 10 Sekunden, also diese Spawns, die sind nur noch 10 Sekunden, da keine 12 Sekunden mehr. Meistens ist man eh tot, bevor die spawnen, also lange davor, also bringt wahrscheinlich nicht viel. So, das Interessanteste finde ich noch einmal mal die Codes. Ich tue mal ganz kurz die Items ändern. Es gibt ein neues Update, das heißt Malefic Rapture. Wenn du Damage bekommst, bekommst du die gleiche Anzahl an Damage bekommst du als EP. Erst dachte ich mir crazy, ich bekomme 50 Schaden, das heißt ich bekomme 50 XP, das heißt ich gehe irgendwie 2 Level ab und dachte ich mir scheiße, ich bekomme 50 Schaden, wenn ich 50 Schaden bekomme. Wisst ihr, wie ich meine? Also im Prinzip, du kannst maximal, damit habe ich gesagt 100, ja, 100 HP bekommen, weil sonst stirbst du oder 99, aber du kannst auch mit Heal spielen. Also mit Losing Streak Runde 10 das mitnehmen und halt dann irgendwie nochmal 50 Schaden kassieren oder so. Bringt dich 2 Level hoch, also hört sich gar nicht so scheiße an, das Ding. Aber auf Level 10 mit Losing Streak. Ja, also es hört sich echt nicht so schlecht an. Es hört sich nach einem Ding an, das man spielen kann. Okay, kurz hier mal checken, was wir machen. Nächste, gleich stellen wir wieder 2er Zentauren schon mal rein. Ja, Update-Befehl, aber dafür müsste irgendein Mod auch das aktuelle Update reinmachen. Also irgendein Mod müsste, ich habe keine Ahnung, also müsste diesen Update-Befehl ändern auf den aktuellen Patch, weil sonst ist es ja Quatsch. Sonst kommt ja der alte Patch nur. Müssen wir auf Marnix anwarten. So.
Also finde ich auf jeden Fall interessant, dieses neue Relic. Leider gibt es die Runde noch nicht. Ich gewinnen wir die Runde oder haben wir Stress? Monkey hat geoldet, easy game. Ich wollte mal kurz hier gucken. List of Relic. Wie sieht denn das aus? Hier. When your courier takes damage, immediately gain the amount of damage taken experience points. Hört sich echt interessant an. Dann gibt es die Runde leider nicht zum Ausprobieren, aber ich bin eh relativ stark. Die Runde wäre es eh sinnlos gewesen. Die Runde da fahren wir schon ganz gut, denke ich, mit Sin Reaper. Warte auf Patrick. Das kann das Team auch selber. Nee, das geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. So leid es mir tut. Ich weiß nicht, ob ich Boots habe. Ja, wobei viele Boots mit viel Laufen, mit Zentauren nachher. Was würde ich denn aufbauen für den Zentauren zusammen? Irgendwelche starken Legendaries, aber irgendwelche Nahkämpfer auch wären ganz cool. Legendaries sind alles keine Nahkämpfer. Vielleicht Doom und Kunker. Ich glaube, ich nehme nochmal Boots mit. Vielleicht können wir irgendwas mit Boots nachher Schönes bauen. So, komm, wir gönnen uns mal schon mal die Zentauren hier. Machen wir es mal so. Monks. Oh, Monks. Jo, bis dann, Lukas. Ciao, ciao. Zweier Monks könnte man echt spielen noch auch. Im Late dann. Ich bin noch ein bisschen am Nachdenken. Ich will gerade das. Ja, wobei ich kann das tauschen. Den Cherubim brauche ich nicht zwingend. Ich will gerade, ob Monks generell besser als Zentauren sind. Ich glaube, so viel machen die Zentauren gerade nicht. Machen wir den Zentaur mal nochmal raus. Übergangsmäßig mit den Genets die Monks rein. Voll das komische Team, was wir hier spielen. Zweite Zentaure ist Enchantis. Enchantis wurde zu Zentauren geändert. Ist auch Zentauren jetzt. So, noch mal kurz. Das Einzige, was noch passiert. Also, Shrinkrain wurde übrigens wieder reduced. Also, das hat jetzt nur noch. Reduced von 60 auf 50%. Also nur 50% Shrinkrain. Mal gucken, ob irgendwann lohnt sich Shrinkrain wahrscheinlich nicht mehr so richtig hart. Aber 50% ist immer noch recht stark, glaube ich. Warte mal, man konnte Skeleton Creep ins Ei packen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es buggy war. Übrigens, wenn man jetzt das Repair Tool hat, das muss man auch im Mac geben, das Repair Tool, das Item, habe ich auch schon vorgelesen. Mit Repair Tool bekommt man jetzt immer ein Gold. Man braucht mit Repair Tool keine Dings mehr, keine Macs mehr auf dem Feld. Also du musst nur eine Mac Unit geben, aber wenn du Timbers auf Level 3 stellst und dazu ganz viele Krieger stellst, gainst du trotzdem dann damit das Dark Gear, ohne dass du 3er Macs haben musst. Ne, ein Engine ist auch Druide, Engine ist beides einfach. Druide ist die auch immer noch. Das wurde nicht geändert. Druide ist sie einfach immer noch. Okay. Und das neue Update, ich wollte das neue Item noch anschauen. Es gibt jetzt Arcanis Shard. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Das wird aus Soul Booster, Energy Booster gemacht. Gibt 250 Mana, 250 AP, 40 Mana. Upgrade the Chess Piece Skill Level of the Carrier. Was ist denn das Chess Piece Skill Level, Leute? Checkt ihr das neue Item? Ne, ich sag's nicht nochmal, lieber. Wo ist denn das hier? Hier. Skill Level. Das ist anscheinend Level 1 Attacke, Level 2. Was ist denn Level 1 Attacke? Was ist denn Attacke? Kottel 2 macht Kottel Attacke. Hä? Ah, I see. Okay, also wenn ich Doom. Ich habe quasi den Attack. Also den Attack Damage oder die Ult auch? Und nur den Attack Damage. Die Base Attack von der Unit dann quasi. Die Ult? Ach so, die Ult wirklich. Oh, das ist ja interessant. Oh, nice. Das ist interessant. Das hört sich ganz cool an. Extra Zentauren? Also wir werden auf jeden Fall Zentauren hinbekommen, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Wir werden auf jeden Fall die Zentauren hinbekommen. Wir haben schon 3 Stück. Wir könnten die mit Wizard schon spielen, theoretisch. Aber ich glaube, ich gebe die mir mit dem Legendary schön.
Junge, ich hab mich angespritzt. Hört sich auch irgendwie falsch an. Gibt's denn hier Elite Recruiter? Ne, Elite Recruiter gibt's die Runde leider nicht. Nochmal für euch die Teile hier. Ich hoffe, wir ziehen einfach schnell den Level. Auf Level 9 roll ich trotzdem, denke ich schon, auf Level 9. Sonst wird es zu viel Schaden. Ich sehe das schon kommen. Hallo Tarnon, moin moin. Freue mich, dass du zum Start bist mal wieder. Ihr geht raus. Oh, guck mal, der hat noch geholtet, Ehrenmann. Ich glaube, mit Assassins wird es fast am coolsten sein, aber die 4er Tauren, 6er Assassins. Aber wir spielen es mal mit Monks und Beasts jetzt so mäßig ein bisschen, maybe. Mal gucken, was wir da zusammenbekommen. Aber nur mit 2er Monks. Wobei. 13 Tauren. Oh, man könnte es auch mit Wizards spielen, ne? Die Monks auf 4er Monks mit Wizards hochballern. 4er Monks. Dann brauche ich ja nur zwei Wizards statt der Enchantress und statt dem Monk halt, oder? Das wäre auch ein Ding. Wir nehmen mal Wizards noch mit. Maybe können wir sogar 4er Monks. Das Problem ist halt Wizards. Gut, man könnte Naga Siren spielen. Die ist Nahkämpferin und dann halt noch ein Rubik einfach so random. Also ein Level wird auf jeden Fall noch gegangen. Ich habe schon verstanden, dass Repair Tool auf Max sein muss. Und ich glaube nur, dass du keine Max brauchst. Also das neue Repair Tool. The carrier are considered a mech. If the carrier survives the battle on the main field, you will obtain a dark card of the machine node. Now we don't need 3. 3. Sin Reaper war gut. Sin Reaper hat sich auf jeden Fall gelohnt, das ist true. Boah, ich glaube, ich pack kurz den Monkey King rein. Der ist der, wo beim ehesten fehlt dann als Carry gleich. Oh, auf 1 von 9 ist richtig bad. Warte mal, dann brauche ich die aber auch nicht, weil ich kein Biest habe. Dann kann ich einfach fett in mit Zentauren reinballern schon mal. Ja Leute, das wird eine schöne. Oder sollen wir Monks mit. Warte mal, macht Monks mit Gods Sinn? Naja, nicht wirklich. Und guck mal, der hat auch schon die Zweier hier. Ich glaube Monks. Ich glaube, das ist eine gute Komp mit Monks Zentauren jetzt probieren. Mit Wizards vielleicht sogar. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Magnus 3. Ja, weiß ich nicht. Okay, Leute. Nee, jetzt sind wir das Update so ziemlich durch, finde ich. Okay, wir haben schon Vierer jetzt. So, Leute, wir haben schon die Vierer am Start. Das heißt, meine Nahkämpfer, wenn ich kaum welche habe, machen jetzt bei jedem. Okay, nächste Runde gehen wir Level ab. Machen bei jedem Ding, machen die jetzt ein Stunnerich. Bei jedem Mal laufen sollte. Bei jedem Mal, wenn Naga Siren läuft, wenn die anderen Dudes laufen, müsste jedes Mal dieser irgendwie die Gegner eingestampft werden. Ich habe aber nur drei Nahkämpfer. Also Naga Siren können wir doch warten, wenn ein Schritt mal läuft irgendwie. Gut, die laufen jetzt halt nicht so viel im Moment, oder? Jetzt könnten alle sie ranken. Ne, okay, die läuft nicht. Sie läuft nicht. Brauch noch einen Brewmaster übrigens gleich. Okay, das war jetzt erstmal richtig scheiße. Angekündigt nicht gewachsen. Pandas haben die nichts geändert, glaube ich. Nee. Das machen alle Nahkämpfer, müssten es machen. Also in der Beschreibung stand alle Nahkämpfer. Every move of all melee-friendly pieces. Da läuft nichts. True, da ist gerade echt nichts gelaufen. Junge, wie alles despawned ist, als ob es aussah, als ob ich keinen Schaden bekommen hätte. Egal, wir machen jetzt gleich einen schönen Roller-Schmoller. Also keine Sorgen, Monkey King wird niemals hochgehen, das ist das einzige Problem, das wir haben. Mal dich dazu. Kurzen Dismiss mir überlegen. Warte mal, ich bin so. Man kann ja nicht mehr rübergehen, man muss jedes Mal hier oben jetzt drauf drücken, ist ja überätzend. Entweder ein Legendary für Legendaries, den Dismiss, oder. Ich glaube, der ist das Beste, oder?
Man merkt halt langsam, dass ich nur Level 1 und keinen Damage habe. Vielleicht ziehen wir zwischendurch mal einen Snapfire hoch, der könnte uns auch nochmal helfen. Ja gut, der Snapfire macht jetzt schon mit der Dings zusammen ganz gute Arbeit. Und der ist noch gestorben, sehr gut. Wenn man halt eher Furion holt, das ist ja überätzend. Also eigentlich ist eine Scheiße, oder gegen mich war die jetzt problematisch. Wenn man alle die Wachstumschance richtig angst, 5%. Wie 5%? 50% wahrscheinlich. Hier steht 60% auf jeden Fall. Und dieser Monkey King wächst nicht, wir sind einfach tot, wir sind einfach am Arsch, wir werden keinen Monkey King hochziehen. Da ist der neue, Ehre. Warte mal, dann kann ich es kurz ohne die Wizards spielen, kann auch eine Nick mal reinstellen. Okay Leute, wir haben den neuen Dude gezogen. Das ist natürlich richtig geil jetzt, dass wir direkt ihn gezogen haben. Oh, das ist sogar Magic Schaden. Ich mal das Ding eben rein hier. Zeig mal die Attacke. Soul Can, Space Time. Also, man hat irgend so eine Wave, so eine Soul Wave. Müssen gucken, wenn der Mana voll ist, seine Ult. Nach 100 Jahren. Wow! Das hat kein Damage gemacht. Was war das denn für eine Scheiße? Die haben wir schnell auf 2 hochgezogen, das ist ganz nice, wegen Druids. So, Mangekin, wie sieht es bei dir aus? Wie läuft's? Ist kein Bock, ne? Ich merke das schon. Aber ich glaube, ich spiele 3 Assassins dazu einfach. Das sieht aus wie der Opa von der Ench. Okay, Leute, ich habe mich entschieden, wir spielen es ohne Wizards. Das heißt, wir spielen es maximal mit 2er Monks. Beziehungsweise spielen wir es mit Legendaries und mit Assassins oder sowas dazu. Quap können wir auch noch ziehen dann nachher. Und so lange können wir was anderes zocken gleich. Stell noch mehr Fernkämpfer rein. Die Quap wäre auch Fernkämpfer. Was wäre ein guter Nahkämpfer dafür? Vielleicht, ja, irgendeiner halt, egal welcher eigentlich. Ich glaube, es ist noch kein aktueller Befehl von den Updates. Dürfte zumindest nicht sein. Ach, wisst ihr was? Scheiß mal auf die. Wir können Monkey King auch so stellen. Das Problem ist, der Monkey King, ich hätte nicht rausnehmen dürfen. Der hat mir so viel Schaden und so viel Lebenszeit gekostet, weil er einfach nicht hochgeht. Das Ei ist halt leider immer ein übelster Bait. Jetzt hätte ich einen Assassin drin haben können, auch schon inzwischen. Enchanted, I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Enchanted, I'm sure. In green, I go. Out of sight. Zentauren-Power, Alter. Den Treant brauche ich jetzt gar nicht, oder? Für Druiden. Vielleicht haben die Druiden geändert irgendwie. Ne, für Druiden ist immer noch gleich. Ich brauche den Treant eigentlich nicht, weil ich habe ja den anderen, ich habe ja LD und ich habe den, also brauche ich Treant nicht. Hört sich doch noch ein Ding an. Ich geh gleich auf die Attacke von Lashrad und dann könnt ihr es nochmal durchlesen. Klar, mache ich gleich. Das hört sich an, als ob ich euch verarschen würde, aber ich mach's wirklich gleich. Klar, das mache ich gleich für euch. Kein Problem. Jetzt kurz noch einmal eine Ench wenigstens schon mal ziehen. Warte mal, Monkey King ist hoch. Ihren Monkey King nach 100.000 Jahren. Schmeckt. So, warte mal, ich muss den kurz mal, dass ich ein bisschen Mana hier in der Backline noch drin habe. So, er soll das meiste einfach vom Mana schon gönnen. Ja, das passt. Ich gebe mal ihm die Items ansonsten.
So. Hol von Impuls Nova. Aber ich glaube, die Ult, die da steht, ist komisch. Zieht Mana pro Sekunde. Also zieht den Gegnern Mana oder wie? Ihm. Und was bringt es, dass es ihm Mana zieht? Hat es irgendeinen Vorteil, dass ich meine eigenen Unit Mana ziehe? Ach, die ist 5 Sekunden an, die Ult, oder wie? Okay. Muss ich mal gleich mal in dem anderen Ding durchlesen. Boah, boah, gleich nochmal. Hier geht es zumindest ins Nahkämpfer. Finde ich das gar nicht mal so scheiße. Jetzt so Bock, ihn auf 2 zu ziehen, aber ich darf jetzt eigentlich nicht zu greedy werden. Eigentlich steht mein Team gerade ganz gut, wie es steht. Mehr Mana-Regeneration, desto länger ist die an. Ah, okay, also könnte es fett sein mit einer Crystal Maiden oder sowas zusammen. Waves of Damage and Energy around Lash. Also die macht Damage, die Ult. Du damage nearby enemies and drain Lashrecks Mana with each pulse. Dann soll er mal mit 200 extra Mana, okay. Ich verstehe, was sie mir sagen möchten. Hätte ich das mit dem Stampfen schon so richtig auf? Ich muss mal auf das Stampfen jetzt achten, ob die Zentauren alles wegstampfen. Dessel wurde geändert. Deshalb habe ich mir gar nicht richtig angeschaut. Was wurde dann eben geändert, genau? Okay, wir müssen halt einen weiteren Fernkämpfer reinstellen, aber die Legendary Assassin gehen natürlich vor. Ich will einmal den Lashback hochziehen und eine Ange. Eins von beiden, danach kann ich wieder auf Level gehen. Oh, nochmal Magnus, okay. Mal Magnus. Fuck. Den Mangekin werde ich nicht mehr hochballern. Und Level wäre noch ein Beast einfach, oder? Level wäre einfach noch irgendein random Beast. Also Venomancer oder Dingens. Oder ein Gott vielleicht auch, würde auch gehen. Okay, die Priest kommen jetzt noch. Ich habe mir das noch nicht angeschaut. Ich gucke es mir gleich nochmal an. Ich will jetzt gucken, wie die mit ihren Moves irgendwie noch mit ihrem Laufen. Müssen wir auf Stamm, aber meine Midi-Units, wenn die laufen. Aber die laufen halt nicht viel. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das 4er-Zentauren geil finde. Ich meine, ich habe ja generell extrem viel Stun im Team, ich bin gerade mega brutal. Aber das Rumlaufen, ich habe halt auch viele Fernkämpfer einfach. Zentauren mit Warrior oder mit Assassins vielleicht. Na, was gibt's? Gibt's irgendwelche Roll-Relikte? Ja, komm, ich schieb mal ganz kurz. Auf 2 würde ich ihn schon gerne sehen. Auf 4 wäre natürlich richtig geil. Aber dafür bräuchte ich noch 3 Stück. Oder ich ziehe. Gibt's Io Relict? Mit Io Relict wäre das auch gut drin. Das könnte auch gut sein mit dem Zentauren, der Steel Bash. Ja, stimmt. Springt die zum hinterherlaufen. Das stimmt. Wie du einfach die anderen Helden auf dem Brett siehst. Oh, true. Hier ist ein Hero. Warte mal, sehe ich das, wenn mir jemand auf meinem Brett zuschaut? Wird dann der Held angezeigt? Wieder Lash angucken. Was will ich denn mit Lash die ganze Zeit? Ich glaube, ich nehme Sin Reaper. Vielleicht gehe ich noch ein Level up relativ schnell damit, wenn ich ein, zwei Leute rauskick. Why not? Das heißt, wir tun aber weit. Oh, Arkborn wäre vielleicht nochmal was. Doppeldurm. Wobei Arkborn ist, glaube ich, eigentlich Quatsch. So, Level 3er Ench. Zeus. Movement ist gut für meine Nahkämpfer. Ich kann auf das andere Feld gucken, wenn ich ranzoome. Ach, du meinst hier hinten, dass ich hinten die Felder sehe, meinst du? Ich bin so verwirrt gerade. Das ist ja mein eigener Held wahrscheinlich gewesen.
Aber ich will aber einen raushauen. Ich will nicht auf solchen Feldern. Ich will auf Feldern spielen, wo ich Leute raushaue. Das wäre cool. Guck mal, die stampfen. Stampfi, stampf. Ne, auf die anderen Felder kommt man schon immer gucken. Kann ja auch hier auf die anderen Felder gucken, überall. Ist nicht neu eigentlich. Lashrack ist auch Druide, deswegen hoffe ich die ganze Zeit noch auf einen Lashrack oder auf einen Io. Wäre natürlich cool, um den hochzuziehen. Warlock. Level haben wir auch noch cool für 4er Beast plus Warlock halt noch in der Comp. Brauche ich wirklich die Magnus? Und lass mal Rexer jetzt raushauen vielleicht oder so. Komm, ich will ihn wenigstens auf 2 sehen. Ich alles auf 1 von diesen ganzen Legendaries. Ich glaube, man kommt aus der Nase auch auf die anderen Felder schauen. Es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass es nicht ging, aber ich weiß es nicht richtig. Ich weiß es nicht sicher, Toni. Ich weiß es nicht sicher. Hat der Assassins mit Zentauren und haben nur 2 im Moment? Wow, Klassiker. Ever more venomous. Das kann ich echt nicht wahr sein, dass ich jetzt gerade den gelöscht habe für Gold. Junge, es ist so eine Verarsche einfach, lecker mio. Ja, ich bin auch auf die 6er Gods, bin ich auch gespannt. Also mit Decken 5 hört sich schon am krassesten, wenn du fetten Decken bekommst, dann irgendwie 6er Gods raushaust und Decken durchgehend quasi. Dann auf irgendeine starke Unit ballern, die viel AP hat, die einfach bis zum Ende lebt. Du musst dann nur irgendwie die Unit in irgendeine Ecke stellen, wo die einfach, weiß nicht, im Zweifel alles, die ganze Ecke rechts unten rein und dann alles drumherum callen, damit der Decken dauerhaft raus und alles wegballert. Das wäre richtig, wenn ich den raushaue, Leute, das wäre so fett. Das wäre brutal, ihn rauszuhauen, wirklich. So, die Streak holen plus den Kill. Ich glaube, ich... Ah, wobei, ich hätte einen Stun. Wenn keiner mehr stirbt, könnte es reichen. Komm, okay, lass mich wenigstens gewinnen. Auch wenn ich nicht raus soll, lass wenigstens gewinnen. Das wäre wichtig. Aber das könnte sogar reichen, Junge. Boah, okay, das pusht uns natürlich hart Richtung Level 10. Okay, das heißt, ich gehe jetzt Level ab. Einfach scheiß drauf. Komm, gib mir noch einen Lashrak jetzt. Komm, ich will einmal Lashrak sehen auf 2. Oh, danke. Okay, Leute, wir haben Lashrak auf 2 gezogen. Ziel erreicht die Runde. 4er Zentauren mit Lashrak 2. Spielt man einen Lashrak oder Lashrak aus? Ich weiß es nicht, wie man den ausspricht. Ich glaube, der wurde gerade weggemacht, leider. Der Dude. Den nächsten rausgehauen. Lashrak spricht man das aus, okay. Ich sag doch Magnus 3. Ja, Magnus 3 fehlt aber noch einiges. Für Magnus 3 fehlt noch einiges. Da halte ich eher den Lashrak für realistisch, den noch irgendwie zu bekommen. Da fehlen nur noch 2. Ja, wobei, ist beides ähnlich. Da fehlen dann noch 2 Stück nur noch. Und wenn wir die auf 3 direkt hätten, wäre das krass. Hallo Kali übrigens. Ah Leute, ich bin pumped. Ich bin froh, dass direkt so eine geile Runde. Irgendwie immer die erste Runde, wenn ein neues Item, eine neue Unit kommt, läuft immer gut. Ich weiß, die erste Runde, in der es Elder Titan gab, habe ich direkt Elder Titan 3 gezogen. In der allerersten Runde mit Elder Titan habe ich direkt Elder Titan 3 gezogen. Aber das wird hier, glaube ich, nichts werden. Wenn ich eine Io ziehe, wäre es möglich. Eine Io, ich meine, einen Lashrak könnte man mal im Roll haben noch. Aber 2 glaube ich nicht, aber im Io maybe. Ich werde auf jeden Fall nochmal alles runterrollen nach der Runde. Ich glaube, ich wünsche, ich hätte Magnus nicht mitgenommen. Magnus 3 wäre auch cool, aber eigentlich würde ich ihn nochmal gern ziehen. Die Legendäre sind auch noch alle so möglich. Na komm, wir geben mehr Magic-Schaden zu ihm. Oh, okay. Okay. Ich habe das Gefühl, ich ziehe gar nichts hier mehr fertig. Oh, Lashrak, Alter, ich raste aus. Ja komm, scheiß drauf, wir tryen Leute. Wir haben nichts zu verlieren.
Oh nein, ich hatte den ID gelöscht! Nein! No! No! Nein! Ich hätte den Dings den Metalmancer löschen müssen! Ist das dumm? Nein! So nah und doch so fern! Vielleicht überlebt er das nochmal? Gewinnt er auf seinem Feld? Oh wait, der gewinnt auf seinem Feld. Okay, er gewinnt auf seinem Feld, Leute. Es ist noch ein. Ah nein, er gewinnt nicht! Nein! Nein, 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 nein! Haha, scheiße! Ich hätte es fast geschafft, da war er wirklich noch im Roll. Oh, da war der LD auch noch mal. Mann! Ich habe das Gold halt gebraucht, Leute. Ich habe das Gold gebraucht, deswegen habe ich LD gelöscht. Aber ich hätte nicht LD löschen dürfen, ich hätte was anderes löschen müssen. Egal, Leute, schöne Runde auf jeden Fall. Direkt Lashrack mal am Start. Ich hoffe, ich konnte euch das neue Update ein bisschen zeigen. An YouTube-Zuschauer, lasst gerne ein Like dafür diese Runde. Ich bin einfach zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Junge, dies wäre so geil gewesen. Ich hasse mein Leben.